So wird berichtet an Abi Hurairah radiyallahu anhu wa arda. Anna rajulan shatama Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Hurairah berichtet radiyallahu anhu, dass ein Mann Abu Bakr beschimpft hat. Wa Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam jalis, während der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dabei saß. Abu Bakr und der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sie waren in einem Raum, ein Mann kam und fing an Abu Bakr zu beschimpfen und zu beleidigen. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat sich gewundert und er hat angefangen zu lächeln. فلما اكثر رد عليه بعد قوله. Als aber Abu Bakr dieses zu viel wurde, dass dieser Mann ihn beschimpft hat, hat er ihn ebenfalls beschimpft, liebe Geschwister. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zornig geworden, waqam, und er ist weggegangen. Falahiqahu Abu Bakr. Abu Bakr ist hinter ihm gelaufen. Er ist hinter ihm gerannt. Er sagte, ja Rasulallah, kana yashtumuni. Dieser Mann hat mich beleidigt. Er hat mich beschimpft. Wa anta jalis, während du gesessen hast. Falamma radattu alayhi ba'da qawli, nachdem ich ihm geantwortet habe, wie er mir geantwortet hat, radibtu wa qum, so bist du zornig geworden und du bist gegangen. Hört mal, was der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte. Er sagte, innahu kana ma'aka malak. Und du hast gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich gewundert hat und gelacht hat. Er sagte, mit dir war ein Engel, als dieser Mann dich beschimpft hat. Ja, ruddu ank, und er hat dich verteidigt. Während dieser Mann dich beschimpft hat, hat dich dieser Engel verteidigt. Allahu Akbar. Ja, ruddu ank, er hat dich verteidigt. Er sagte, فَلَمَّ رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْدَ قَوْلِ. Aber als du ihm auf dieselbe Art und Weise geantwortet hast, وَطَعَ الشَّيْطَان, dann ist der Schaitan gekommen. فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ. Ich werde niemals dort sitzen, wo der Schaitan sitzt. Der Schaitan, er war da. Er hat diese Situation ausgenutzt. Und Abu Bakr, Siddiq radiyallahu anhu, der Beste, nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat das nicht ausgehalten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war nicht zufrieden mit dieser Situation. Subhan al-Malik, dieser Zorn, er artet in Aggressivität um. Er schlägt in Aggressivität um, liebe Geschwister. Und das wird uns vernichten, früher oder später.